Bayern gegen Bremen. Früher war das mal ein Spitzenspiel der Liga. Aktuell empfängt der souveräne, ungeschlagene Tabellenführer den sieglosen Letzten. Vor allem die löchrige Abwehr macht Werder wenig Hoffnung, erstmals seit 4 Jahren aus München Zählbares mitzunehmen. Ein Formproblem hat Dortmunds Trainer Jürgen Klopp bei seiner Mannschaft ausgemacht. 4 Niederlagen in den ersten 7 Saisonspielen setzte es für den BVB unter Kloppo noch nie. Zuletzt gab es ja das 0:1 gegen den bis dahin sieglosen HSV. Beim Aufsteiger in Köln droht den Dortmundern allerdings nicht unbedingt eine Gegentorflut, denn der FC hat diese Saison in 3 Heimspielen überhaupt noch nicht getroffen. Spannung und große Erwartungen gibt's auf Schalke, denn gegen Hertha sitzt erstmals der neue Trainer Roberto Di Matteo auf der Bank. Der bringt als Empfehlung immerhin den Champions-League-Sieg mit Chelsea vor 2 Jahren gegen die Bayern mit. Gegner Hertha liegt punktgleich mit dem Champions-League-Aspiranten aus Gelsenkirchen auf Platz 12. Das hatten sie sich auf Schalke ganz anders vorgestellt, deshalb ja auch der Trainerwechsel. Mainz hat ebenso wie die Bayern, Hoffenheim und Gladbach noch kein Spiel verloren. Das soll auch gegen die wenig konstanten Augsburger so bleiben. Hannover 96 will nach 2 Auswärtspleiten in Stuttgart und München zu Hause gegen Gladbach wieder punkten. Freiburg muss zu Hause gegen Wolfsburg langsam mal den ersten Saisonsieg einfahren, sonst droht der Sturz auf einen Abstiegsplatz. Auch der VfB Stuttgart muss im Heimspiel gegen Leverkusen punkten, um aus dem Keller zu kommen. Schwere Aufgabe. Der Hamburger SV will die Euphorie des ersten Saisonsieges in Dortmund nutzen, um jetzt auch zu Hause gegen den Tabellenzweiten Hoffenheim zu punkten. Dass bei Paderborn gegen Frankfurt der 9. den 5. empfängt, hätte wohl vor Saisonstart auch nicht jeder erwartet. Und eine Premiere gibt's dieses Wochenende noch. Das Freistoßspray wird in den 3 obersten Ligen erstmals eingesetzt, damit das nervige Zeit- und Meterschinden beim Stellen der Mauer endlich aufhört.